Liebe Leute und willkommen zurück zu einer kleinen Runde FIFA 17. Ich habe nochmal eine neue Karriere gestartet. Da ich mit der alten schon zu weit bin, da bin ich jetzt, spiele ich halt mit PSG Saint-Germain, also Paris Saint-Germain. Und es läuft einfach zu gut. Also ich bin dort jetzt, habe alles gewonnen. Ligameister schon mehrmals geworden. Pokale tausendfach geholt und. Und ja, ich möchte jetzt nochmal mit Ingolstadt nochmal was versuchen. Sind ja leider im Real abgestiegen. Aber ich hoffe doch, dass sich das wieder etwas regelt und wir wieder ziemlich weit oben mitspielen können. Ich hoffe sehr. Ich bitte drum. Ich kann das Angebot auch nicht machen, weil mir das gehalten verbleibenden Gehaltsbudget fehlt. Geil, toll, danke, super, danke Spiel. Danke! So, jetzt wollen wir erstmal eine Runde wagen. So, so und so. Und sie sehen noch relativ okay aus. Wir nehmen mal Multaub mit rein. RM, wir lassen ihn. Das ist eigentlich ein sehr wichtiges Spiel, was wir jetzt haben. Das ist das Problem. Christiansen bleibt mal zu Hause. Leipertz. Ich nehme Leipertz für Mutter rein. Tut mir leid, Leipertz, aber es geht hier wirklich um sehr, sehr viel jetzt. RV, da haben wir Suttner und Wahl. Ich nehme mal Bregerie für Wahl rein, weil Wahl ist wirklich. Ihm fehlt die Erfahrung für solche Spiele. Ihm fehlt da echt wirklich die Erfahrung. Hat Jogorn, hat da was mal draußen. Lex Hinterseher, ja, ist okay. So, dann wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Wir spielen natürlich jetzt auf Profi, nicht mehr auf Halbprofi, wie wir vorher gespielt haben. Und auf Profi 4 Minuten pro Halbzeit. Jetzt haben wir natürlich noch einen schwarzen Bildschirm, das ist öfters mal bei FIFA 17. So, dribbeln, Gold. Boah, hat mir aber einen verpasst, ey. Hat mir aber einen verpasst, Junge. Ruckel, ruckel, und jetzt vorbei und umdrehen. Das ist halt Lecky, du musst gegen Lecky erstmal antreten können, das ist das Problem. Für den Gegner. Na komm, 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 komm. Ah, fuck. Die Idee war gut. Umsetzung hat es aber gehakt. Gefailt. Lecky ist ja leider auch weg bei Ingolstadt jetzt. Aber wir haben natürlich schon hervorragenden Ersatz eingekauft. Im ersten FC Kaiserslautern, ich glaube Gauss heißt er. Alter! Kann jetzt mal verletzt bei der Übung. Egal. Wir müssen gegen Bari ran. Und wir schauen uns das mal an. European International Cup. Interleague Cup. International. So. Ich spiele natürlich am Anfang immer etwas aggressiver. Ich hoffe, dass man das mal im Fernsehen bei mir nicht hört. Ich mache dir mal kurz einen kleinen Tick leiser. So. So, okay. Weil ich spiele jetzt ohne Kopfhörer. Ich spiele mit Off-Sound. Na gut, und jetzt Harty. Morales. Morales! Ja, Morales! Alfredo Morales! Von circa 16 Meter, 17 Meter knallt er das Ding in die untere Ecke. Hier nochmal. Oh, das ist Bam! Und zack und rein. Und geile Scheiße, Mann. Geile Scheiße, Junge. So müssen wir natürlich weitermachen, damit wir noch eine Chance haben. Wir haben bis jetzt nur einen Punkt. Wir haben das erste Spiel hier in dem Cup 1-1 gespielt und wir müssen gleich nachsitzen. Also Morales, du katapultierst dich langsam aber sicher in unsere Startelf. Oh, oh, Nülen. Sehr gut gehalten von Nülen. So, Pascal Groß haben wir gerade. Der ist ja auch weg bei Ingolstadt jetzt, leider Gottes. Wow. Ich dachte, war drin, was ist das für eine Scheiße? Und ja, ich hoffe, dass ein guter Mittelfeldspieler mit einem sehr guten Fernschuss neu dazukommt. Alter, das war ein Foul, das ist mir voll ins Gesicht getreten, Mann. Ich hoffe, dass da echt was Neues dazukommt. Also, beziehungsweise, wer Gutes dazukommt. Boah, ich gucke dann dauernd auf die Aufnahme, aber ich muss mir das mal abgewöhnen, ja. Was ist der Kreis? Gerade auch Boateng? Oder Boateng? Ne, doch, Boateng, ja. Car Boateng. Kevin Boateng? Kevin Prince Boateng. Okay, jetzt mal ein bisschen
Konzentrierter spielen, ja. Oh, ich sag mal konzentrierter und mache so eine Scheiße hin, ja. Roger Geranda. Ja, auch weg. Für Ingolstadt. Es sind sehr viele weggegangen. Es sind sehr viele weggegangen. Ortag auch als Torwart. Gut, Ortag war jetzt nicht der Stammtorwart schlechthin, aber er war ein Torwart. Er war da. Und jeder Spieler ist wichtig für ein Team. Egal wie oft er spielt. Das ist gut, ja. Wir drängeln, ja. Wow, Levels! Tobias Levels! Als Linksverteidiger! Nee, Rechtsverteidiger! Schiebt ihn rein! Schiebt ihn rein! Und untere Eck! Natürlich die einzige Chance, die er haben könnte, aus der Entfernung sofort zu treffen. Alles andere wäre ja auch idiotisch gewesen. Hätte der jetzt irgendwie rumgetänzelt und hätte sich eine Ecke ausgesucht, das wäre irre gewesen. Irre, aber so. Ist alles tippitoppi. Boah, Ten kommt schon wieder. Ich krieg das so jetzt. Warte, sehr gut. Zu Lecciano. Lecciano runter zu Lecky. Der rennt los. Komm, Lecky, los. Komm, du hast Tempo drauf, das weiß ich. Oh. Oh, leider konnte er sich nicht behaupten gegen diesen Bösen von Barry oder Baris. Boris. Oder jetzt. Oh, wow. Monacello. Oh, sehr gut, abgenommen, Pressurie. Ich wusste, dass ich mit reinnehmen soll. Wahl ist zwar auch keine schlechte Wahl, aber ihm fehlt halt wirklich echt die Spielerfahrung. Und die kann er natürlich nur im Spiel bekommen, ist klar. Aber ich würde ihm lieber dann Spielerfahrung geben in nicht ganz so wichtigen Spielen. Also wenn es wirklich um Hinrunde Bundesliga gegen Darmstadt, da kann man das schon mal machen, da ist das okay. Aber zum Beispiel gegen den FC Bayern würde ich im Hinspiel zumindest nicht auflaufen lassen. Oh Gott! Oh, ich hab's heute zur Zeit mit meinen Fehlern, die ich hier schon habe. Mit diesen Fehler. Mit das Fehler. Oh, ich bin zurzeit nicht passwarm. Ich bin zurzeit echt nicht passwarm. Irgendwie wollen die heute nicht so, wie ich möchte. Oh. Groß. Oh, Groß, warum bist du nicht ran? Harti. Und Groß. Groß ist natürlich sehr langsam. Lescano. Dario Lescano. Komm. 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 Nein. Oh, das war so eine sichere Chance eigentlich. Mal. Sehr gut angetäuscht und dann doch zu direkt geschossen. Kleines bisschen schräger wäre es vielleicht noch gegangen und dann wäre er reingehüpfelt. Oh, jetzt. Nein. Warum? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Tobias Levitz ist nicht der Schnellste, aber ist ein sehr guter Außenverteidiger, also kann nicht unbedingt mit Schnelligkeit mitgehen, aber mit Körperstärke ist er wirklich ganz weit oben. So, Alfredo Morales wieder, unser erster Torschütze heute. Dario Lescano, Morales wieder. Oh, Morales lässt sich da zu leicht abnehmen. Konnte nicht schnell genug bremsen, um bisschen Tempo rauszunehmen. Na komm, nimm ihn dir doch mal, du kleiner Kackbratzen. Boateng wieder. Boateng! Oh, Martinho wäre fast noch angekommen. So, ich würde sagen, wir lassen die Aufstellung erstmal so. Wir gucken mal, wie die Fitness. Ah, im Mittelfeld ist die Fitness natürlich ganz schön weit unten. Na komm, Cohen, du darfst mal. Und Leipert mit einem guten Tempo kommt für Groß rein. Ist jetzt nicht eine optimale Wahl für ein starkes Mittelfeld in Leipzig, aber in Leipzig ist ein relativ guter Sprinter und kann über die Flügel sehr viel ausmachen und kann auch gut einem Gegner hinterherrennen, um ihn vielleicht zu stören, Ball abzunehmen oder was weiß ich, was man da machen kann. So, Suttner. Kurz mal drüber rutschen, damit einen kleinen Tick schneller sein. Oh. Sehr gut rangekommen, aber die gegnerische Mannschaft hat zurzeit noch Probleme mit Abschlüssen, merke ich gerade. Also, Annahme gut, Pass okay, Abschlüsse, ne, ja, da hängt es zurzeit. Oh, komm, Lecky. Sehr gut abgebremst. Pass nach unten, zu Suttner. Suttner zu Leipert! Leipert, was war das? Das war ein sicheres Tor. Ah, das meinte ich. Leipert ist ein guter Sprinter, aber mit Abschlüssen.
nicht so der Burner, aber okay. Wir versuchen, vielleicht bekommen wir ein paar gute ablösefreie Spieler. Oh, ein paar günstige. Vielleicht ein paar aus der zweiten Liga mal. Sind ja auch nicht alle schlecht. Da sind nicht alle schlecht in der zweiten Liga. Mattis Bulli, sage ich da bloß. Vielleicht kaufen wir uns auch mal Geis, Gauss, Gast, den wir jetzt, den jetzt Ingolstadt in Real ablösefrei bekommen hat. Vom FC Kaiserslautern. Einfach mal testen. Schon mal so ein Gefühl zu kriegen, wie er spielt. Hartmann! Ach, leider zu stark angenommen. Da kam ich hinterher. Ach, Mann. Es ist ein bisschen schade. Wenn noch sind ja Transferphase, hat ja gerade erst begonnen, die Saison. Oh, das war fast gut. Deswegen mal gucken, vielleicht kriegen wir noch jemanden auf Leih, auf Pump. Erstmal, weil wir haben nur noch 1,5 Millionen. Ich habe ein paar Scouts angeheuert, um mal ein bisschen ja, in unserem Bereich nach neuen Aktivitäten zu gucken, neuen Spielern zu suchen. Da kriegt man manchmal ganz schöne Knaller an Spieler, finde ich. Also das ist wirklich manchmal richtig gut, was da kommt. Vor allem was so schnelle, sprintstarke Spieler angeht, kommt da sehr viel immer rüber. Leipertz. Leipertz ist vorbei. Leipertz ist vorbei. Ja, Level. Komm jetzt. Nimm ihn! Du dumme Sau! Ach, nee. Oh. Also mal. Leicht die 10 vorbeigerutscht. Ganz leicht. Man hat es gut gesehen. Oh. Sehr gut, an Lescano, Lescano! Ach, meine Fresse! Was soll denn der Kock? Was soll denn der Kock? Oh mei! Also Kock. Der Kack, nicht der Kock. Kacku, Kacku. So, müssen wir ein bisschen ran hier. Oh, da kann man nicht mit glänzen mit dieser. Mit diesem Versuch der Ballannahme oder beziehungsweise Ballwegnahme. Uff, was macht der denn? Hey, was geht mit dem aber noch? Ah, okay, die sind voll auf Angriff gebürstet jetzt. Voll auf Krawall gebürstet. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen unterbinden. Suttner. Lecky! Lecky heute! Sehr gut, Lecky holt sich. Flanke! Dario Lescano! Levels. Leipzig. Leipert hoch zu Cohen und Cohen! Ach, der Tabellacker Facker, lass schon Teil meinem Mund und Flipper dort drüber. Wurmt mich gerade ein bisschen, das war so gut jetzt. Matip! Ach, kam gut, aber ein Tick zu hoch. Sind noch mit der Flanke? Für Lecky! Ach, Lecky, was war denn das? Du standest doch frei, Mann. Willst du mich verarschen? Oh, ich wechsle dich da aus, ey. So gleich einen linken Flügel hier. Jemanden. Zack. Und rüber die Knippe. Nach unten. Leipertz wieder. Der macht sich wirklich sehr gut. Also, muss man sagen. Er kämpft dort unten wirklich wie ein Tier. Wow. Das hätte eine sehr gute Annahme werden können. Aber der Gegner hat zum Glück etwas gepennt. Oh, jetzt haben wir gepennt. Aber richtig. Wow. Wir machen zu viele grobe Fehler. Zu viele grobe Schnitzer. Bei sowas. Das darf uns nicht passieren. Ich sag's gerade mal. Kommt der nächste Schnitzer. Ach man, wieso? Wir noch gut annehmen können. Wir haben noch guten Torschießen können. Oh, 2-0. Sieg ist Sieg. Und weil ich ja sonst immer zu wenig Folgen rausbringe, beziehungsweise die Folgen für euch viel zu kurz sind, glaube ich, hauen wir jetzt noch ein zweites Match hinten dran. In dieser Aufnahme. Wir machen eine Special-Folge. Eine spezielle Folge. Eine spezielle. Aber vorher gucken wir mal, ob wir nicht eventuell mal einen Spieler ausleihen können, vielleicht. Und zwar Spielersuche. Wir gucken mal halt zweite Liga, bitte. FC Kaiserslautern. Hier, Marcel Gauss. Der spielt jetzt offiziell bei FC Ingolstadt. Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Wir machen mal eine Anfrage und schauen mal, was er so drauf hat. So, okay, das ist alles gut. Das lassen wir es mal so, wie es ist. Und ich würde sagen, wir stürmen gleich nach vorne und laden das nächste Match. Und wir kriegen einfach mal circa aus 1,3 Millionen. Machen wir mal, geht es vielleicht eine Million? Machen wir mal 900.000.
Bitte, komm, komm, komm. Wenn ich, müssen wir versuchen, ihn auf Laie vielleicht zu kriegen. Einfach mal testen. Bei Laie ist nicht unbedingt so schlecht. Das haben wir hier, Nationaltrainer, und das Vogel. Ich habe da schon abgegrast. Und gratulieren, dass wir von dem Posten als FC Ingolstadt-Trainer alles Gute wünschen. Ja, danke, 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 danke. Er hat alles abgegrast. Hat er da irgendwas gefunden jetzt oder nicht? Mal such mal einen. Aha. Ach, die Suche nähert sich dem Ende, okay. Bin mir nicht sicher, ob ich weitere Spieler finden kann. Ist egal, such erstmal. Suche. Arbeite für dein Geld, du Hippie! So, jetzt müssen wir natürlich mit einem Sieg glänzen, weil sonst wird das. Es wird eng. Das wird sonst ganz schön eng. Alfredo Morales. Du ruhst dich jetzt mal bitte aus. Und dafür kommt mal. Sunny Kittel ist eigentlich auch nicht schlecht, aber. Cohen kommt am Anfang jetzt mal rein. Ist zwar eigentlich ein Defensivspieler, zentrales Defensivfeld, aber ich werde ihn jetzt mal ein bisschen in die aktivere Variante reinstopfen, um einfach mal zu sehen, ob das vielleicht auch was für ihn sein könnte. So, zack. Bam, und direkt verschossen die Knippe. Direkt vor Schüsse. Machen wir hier so, ja, und jetzt 7-5. Bau! Oh, das war knapp. Na, dies war aber vielleicht knapp. Gegen wen müssen wir nicht ran? Hab grad lau nicht geguckt. Gegen Preston North End, England. Okay, gegen eine englische Mannschaft. Engländer sind ja bekannt dafür, dass sie relativ festen Fußball spielen. Also jetzt nicht so diese spanische Finesse von Tricks und sowas, sondern dieses harte deutsche Tackeln und Angreifen und hart schießen. Dafür sind sie halt bekannt. Oh, 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 oh. Da konnte ich machen. Ich weiß nicht, wie das ganz normal kam. 1-0 für Preston North End. Das könnte das aus für uns sein. Ich weiß jetzt nicht, wo Preston North End steht. Wenn die natürlich jetzt schon auf dritten stehen mit vielleicht 4 Punkten, dann. Könnte es eng werden. Oh Gott, im Himmel. Was ist denn da? Hat er mich verarscht oder was? Könnte es ein bisschen auf Abwehr gehen. Wir brauchen hinten mehr. Ach, wir haben Wahl wieder mit und nicht Prejari, deswegen. Ach man, ich habe das voll vergessen. Ich muss das mal in den Standard einstellen. Nicht nur für das eine Match, sondern für immer erstmal. Lecky. Lecky. Och, der Australier. Oh, Alter. Das ist eine gute Truppe. Das ist eine richtig gute Truppe. Und gegen die wird es jetzt schwer anzukommen. Finde ich jetzt. Also, ich würde es böse werden. Komm, 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 komm. Oh, 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 oh. Jetzt geht sofort weiter. Ich hatte gerade eine kleine Macke und zwar meine Batterien von meinem Mikro waren gerade alle und deswegen hat er übelst gerauscht. Und ja, ich hoffe mal, dass ich nicht so viel rausschnippeln muss. Aber ja, wie gesagt, wir liegen jetzt 1-0 zurück und es geht weiter. 3, 2, 1, go! So. Ja, das tut mir gerade etwas leid, aber ich musste gerade die Batterien wechseln. So, ich bin natürlich völlig raus. Groß, 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 mit zu Dario Lescano. Dieser kann sich nicht behaupten, konnte auch nicht bremsen, weil es wirklich echt zu nass ist, Mann. Zack, ist egal, wenn wir verlieren, fliegen mal draus, dafür können wir nichts. Das ist das Spiel, das ist Fußball. Bob, sehr gut, das war, da war nur niemand. Aber es war gut, bis dahin, ist beschissen worden. Guck mal, Thomas Prejari echt in der zweiten Hälfte noch rein, wenn es gefährlich wird, angriffsmäßig. So, jetzt nochmal Lecky. Lecky zu Dario Lescano. Dario Lescano, was macht denn der? Was ist denn bei dem Typen kaputt, Mann? Boah, ey. Lescano, was bitteschön geht in deiner Birne vor, Alter? Du standest offener als Polen, ey. Du hättest das Ding einfach reinknippen müssen.
Meine Fresse. Das regt mich auf, sowas. So viel Blödheit gibt's gar nicht, ey. Ich brauche einen Stürmer. Aber noch Hinterseher zur Not, wenn es harte Fahrt kommt. Sollte bis zur 40. Minute für uns keine gute Chance mehr entstehen, beziehungsweise wir gar kein Tor gemacht haben, dann... Oh Gott, was mache ich? Dann werden wir definitiv Lukas Hinterseher bringen. Und einen Sturm auswechseln. Ich denke mal, wir werden das jetzt schon machen. Weil da wird jetzt nicht so viel passieren bis zur 40. Minute. Und Dario Lascano, deine Zeit ist gerade echt vorbei heute. Und für Hartmann holen wir Lex, weil Hartmann... Lex ist ein bisschen schneller. Lex hat richtig gutes Tempo drauf, kann gut mit Lecky zum Beispiel mithalten. Also wir haben schnelle Spieler, aber leider keine schusssicheren Spieler, will ich es mal nicht unbedingt nennen, aber uns fehlt ein bisschen an Technik. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Cohen. Hinterseher. Oh, der ist nicht der Schnellste. Der ist echt nicht der Schnellste. Er hat einen guten Schuss, hat einen guten Powerschuss vor allen Dingen. Aber Schnellste ist er nicht. Er muss schon wirklich da stehen, wohin. Wo der Ball hingehen soll. Direkt am Tor, dann passt das auch sonst. Lex zu groß. Groß, wie gesagt, ein Fernkampf. Fernschuss bekannt. Aber dafür müssen wir ins Tor kommen. Dafür müssen wir ins Tor kommen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Mann. Wieder so eine Ecke wie vorhin. Also eine Flanke. Komm nicht vorbei, wir kommen nicht vorbei. Vielleicht jetzt mal nochmal Tempo geben? Komm, Lecky. Komm! Komm, Lecky! Tritt ihn! Oh! Kriegen nochmal eine Ecke. So, jetzt, komm. Zack! Und jetzt gib ihm! Watcher! Nochmal eine Ecke. Nein. Das war völlig daneben geschossen. 1-0 für den Gegner zur Zeit. Ging ja relativ flott. Ach, kann man wieder die Tabelle sehen hier oder sowas? Nee, leider nicht. Ach, nee. Das ärgert mich ein bisschen. Das ärgert mich ein bisschen, dass wir so weit hinten liegen. Wir können noch einmal wechseln. Ich bring Morales. Ich bring Morales für Cohen. Cohen hat aber viel gegeben jetzt, aber er ist nicht für diese Position gemacht. Deswegen bringen wir jetzt noch Morales. Mal sehen, ob Alfredo ein bisschen was reißen kann jetzt. Jetzt nochmal, komm. Lex. Lex Loser, sehr gut. Sehr gut, durchgesetzt. Sehr, sehr gut. Lex, die Flanke kommt! Oh! Wieso war denn da keiner, Mann? Verdammte Shit-Kacke. Shit-Kacke hier. So. Hätte er haben müssen. Hätte er rankommen müssen. Ach, Mann. Warum? Annähernd in der Nähe, Alter. War nicht wach oder was? Hat das letzte Spiel nicht gut getan? 2-0-Sieg. Lecky kann sich nicht durchsetzen. Kann sich einfach nicht durchsetzen in dem Moment. Ach, das ist doch schade. Das ist doch echt schade. So. Ich weiß aber nicht, wo North England in der Tabelle jetzt steht. North End, das ist ja aus England. Wo die jetzt gerade stehen, weil dann wüsste ich, ob ich jetzt beruhigt spielen kann oder ob ich jetzt Angst haben muss. Ich habe da nicht hingeschaut. Ihr habt es ja bestimmt gesehen unten dann, wo sie standen. Ich hab da nicht drauf geachtet. Hey! Wow. Sehr gut. Nun, da warst du jetzt nicht mal wach. Da warst du nicht mal richtig wach. Lex, komm. Ach, meine Fresse. So ein guter Schuss in den Lauf hätte locker kommen können. Kann man auch nicht.
Gucken, vielleicht kriegen wir noch einen späten Ausgleich hin. Vielleicht kriegen wir noch einen späten Ausgleich irgendwie hin. Ach, nee. So nicht. Wir machen hinten echt zu, das ist nervig. Wir machen hinten einen auf Barriere. Kommst du nicht vorbei, da kommst du einfach nicht vorbei. Hinterseher. Lecky! Oh! Hat er den weggemartert? Hat er den weggemartert? Alter Falter! Oh, krass, wir haben wirklich weggezogen, den Typen. Ach, nee, 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 nee. Roger, was ist los? Was ist los, Roger? Was ist los? Nicht wach? Hm? Die danken noch bei Mutti oder was? Hinterseher kann sich da nicht durchsetzen. Doch kann! Was macht der denn, du dämlicher Kopfsportmann? Halt die Fresse draußen, Hund! Halt die Fresse! Also Hund draußen, der bellt sich wohl an zur Rechte. An der Rechte. Wow, 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 wow. Nee. Nee, ich glaube, das kriegen wir nie hin. Das kriegen wir keinen Sieg mehr hin. Also gar nicht, wenn Lukas Hinterseher statt vorzulaufen zu uns entgegenkommt. Hallo? Wo willst du denn hin, Alter? Was ist dein scheiß Problem? Lecky, komm jetzt nochmal, Lecky. Über Lecky Seite flitzen, komm! Ja! Gib ihm! Ach, das. Ja, faul, komm. Was? Ach, leck mich doch, was ein Schiss, Mann, ja. Roger. Hinterseher! Levels! Nein! Das wird nichts mehr. Gut. Dann haben wir halt eine Niederlage. Hoffen wir, dass wir vielleicht mit 4 Punkten einen Sieg, eine Niederlage und Unentschieden vielleicht irgendwas reißen können. Ich bezweifle es stark, aber vielleicht jetzt nochmal die letzte Chance. Ach. Der Pass kam aber leider nicht durch. So, dann schauen wir mal, wo wir gelandet sind. Ob wir noch drinnen sind oder ob das für uns war. Ich hoffe natürlich, dass wir weiter sind. Aber ich bezweifle es. Ich bezweifle es sehr. Ich glaube, wir sind auf Platz 3 gerutscht. Und wir sind... Wir sind... Drinne. Wir sind noch drinne. Wir haben es geschafft. Trotz einem Unentschieden von 1-1, einem Sieg von 2-0 und einer Niederlage von 1-0, haben wir es geschafft, doch noch einzuziehen ins Halbfinale gegen Bakkers Fäden. Oder so, keine Ahnung. So, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Vielleicht mache ich die 2 Spiele auch noch Halbfinale, Finale, wenn es was kommen sollte. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von FIFA 17 wieder. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei FIFA 17. Ich bin der Matchin LP. Ciao!